Für Nutzfahrzeugbetreiber steht die gesamtwirtschaftliche Betrachtung immer mehr im Fokus. So zählen die Betriebs- und Personalkosten schon längst zu den größten Positionen im Fuhrpark. Mit dem neuen TGX Ecoline präsentiert MAN auf der IAA 2008 ein Fahrzeugkonzept, bei dem die Minimierung der Gesamtkosten konsequent im Vordergrund steht. Dr. Detlef Fug im Gespräch mit Bauforum 24 TV. Wir stehen hier vor dem TGX Ecoline, die wirtschaftlichste Sattelzugmaschine aus dem Hause MAN. Dieses Fahrzeug sammelt unser gesamtes Know-how in Richtung Kraftstoffverbrauchsreduktion und wirtschaftliches Fahren. Darüber hinaus sind alle bekannten Sicherheitsfeatures enthalten, wie zum Beispiel das elektronische Stabilitätsprogramm, der abstandsgeregelte Tempomat oder beispielsweise die Spurüberwachung. Dieses Modell hat halt die MAN Pure Diesel Technologie an Bord. Das heißt, hier wird die Euro 5 Norm ohne AdBlue erfüllt, also ohne das SCR-System, durch Abgasrückführung, ein Einspritzsystem mit Einspritzdrücken von bis zu 1800 Bar und zweifache Aufladung, also zwei Turboladern. Dadurch erreichen wir diese strenge Abgasnorm ohne den zusätzlichen Betriebsstoff AdBlue. Die Besonderheit des Motors ist natürlich besonders leistungsstarker Motor. Er hat das Common Rail Einspritzsystem der dritten Generation an Bord mit Einspritzdrücken von bis zu 1800 Bar. Wir haben eine Abgasrückführung, die elektronisch geregelt ist, stufenlos, also auch den dynamischen Anforderungen genügt. Und wir haben eine zweifache Turboaufladung, also zwei Turbolader an Bord, die eben dafür sorgen, dass der Füllungsgrad des Motors deutlich verbessert ist. Rund um die Uhr auf Sendung. www.bauforum24.tv. Für Nutzfahrzeugbetreiber steht die gesamtwirtschaftliche Betrachtung immer mehr im Fokus. So zählen die Betriebs- und Personalkosten schon längst zu den größten Positionen im Fuhrpark. Mit dem neuen TGX Ecoline präsentiert MAN auf der IAA 2008 ein Fahrzeugkonzept, bei dem die Minimierung der Gesamtkosten konsequent im Vordergrund steht. Dr. Detlef Fug im Gespräch mit Bauforum 24 TV. Wir stehen hier vor dem TGX Ecoline, die wirtschaftlichste Sattelzugmaschine aus dem Hause MAN. Dieses Fahrzeug sammelt unser gesamtes Know-how in Richtung Kraftstoffverbrauchsreduktion und wirtschaftliches Fahren. Darüber hinaus sind alle bekannten Sicherheitsfeatures enthalten, wie zum Beispiel das elektronische Stabilitätsprogramm, der abstandsgeregelte Tempomat oder beispielsweise die Spurüberwachung. Dieses Modell hat halt die MAN Pure Diesel Technologie an Bord. Das heißt, hier wird die Euro 5 Norm ohne AdBlue erfüllt, also ohne das SCR-System, durch Abgasrückführung, ein Einspritzsystem mit Einspritzdrücken von bis zu 1800 Bar und zweifache Aufladung, also zwei Turboladern. Dadurch erreichen wir diese strenge Abgasnorm ohne den zusätzlichen Betriebsstoff AdBlue. Die Besonderheit des Motors ist natürlich besonders leistungsstarker Motor. Er hat das Common Rail Einspritzsystem der dritten Generation an Bord mit Einspritzdrücken von bis zu 1800 Bar. Wir haben eine Abgasrückführung, die elektronisch geregelt ist, stufenlos, also auch den dynamischen Anforderungen genügt. Und wir haben eine zweifache Turboaufladung. Rund um die Uhr auf Sendung. www.bauforum24.tv